よければチャンネル登録もよろしくでごわす。Hallo Koski und willkommen zurück zu Outlast 2. Gleich direkt nach der letzten Folge nehme ich jetzt noch direkt noch eine weitere Folge auf, damit ich bisschen Vorproduktion habe. Das letzte Mal waren wir in der Schule und ja, wir sind dann irgendwie wieder rausgekommen, wir sind wieder durch den Tunnel gekrochen. Wir wurden von diesem Bolligen erwischt, anscheinend auch durch diese Anführer. Wir haben unsere Kamera verloren und alles drum und dran. Mussten eine Bandage finden, nachdem Blake wie Jesus Christus an einem Kreuz genagelt wurde. Wir haben immer noch nicht die Kamera zurück. Blake geht es in Anführungsstrichen wieder etwas besser. Zumindest ist er geheilt und deswegen kann er wieder normal laufen. Und wir sind irgendwo. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich muss durchrennen, oder? Könnt ihr bitte leiser krepieren? Der lebt noch. Ich find's echt immer wieder lustig, wie er die ganzen Sachen nimmt. Wupp. Oh nee. Sind es Bandagen oder ist er wirklich halb Knochen? Also halb skelettiert. Ihr hättet doch, wollte schon sagen, ihr hättet doch wenigstens einen Speicherpunkt machen können. Ist es jetzt nur dieser Song, gehört er jetzt mit zum Lied oder? Ja. Da oben geht es weiter. Vorher nehme ich diese Batterie mit. Oh nein, ich erinnere mich daran. Das sind doch die, die auch irgendwie uns hinterherkriechen, wenn wir nicht hinschauen. So ähnlich wie die Boohoos in Super Mario. Die uns dann verfolgen, wenn wir nicht zu ihnen schauen. Stimmt, diese gab es ja auch noch. Ich hätte es gefeiert, wenn jetzt plötzlich der Baumstamm kaputt gegangen wäre. Wenn ich mich recht erinnere, müssen wir doch gleich tauchen, oder? Da habe ich irgendwie auch eine Erinnerung. Hui! Ja, kannst du jetzt mal bitte dich...
Dass er so lange unter Wasser halten kann. Ja, mach das mal jetzt weg. Ich möchte eine richtige Sicht haben. Wir haben nicht die Kamera. Ich nehme die gerne alle. Boah, ich habe mich gerade erschrocken. Ich nehme die gerne alle mit. I keep coming back earlier. What the fuck? Ja, ich frage mich jetzt auch. Jetzt guck mal, das meine ich. Er ist hier jetzt im wieder Traum, aber hier links und rechts geht es nicht weiter. Und dann wird er nicht mal erwischt. Das hat mir gerade. Das kann ich jetzt leider nicht entziffern. Warte mal, das gehört nicht dazu. Habe ich das letzte Mal vorgelesen? Keine Ahnung, ich glaube schon. Ich kann es nicht wiederverwenden. Es ist mir zu still. Mal gucken, was heute so ein Angebot gibt. Ich hätte gerne ein Schoko-Banana-Sandwich. Dann gegrillten Käse. Ich hätte gerne noch Waffeln. Ein Joghurt, bitte. Snacks. Eine Karotte. Weil ich männlich bin. Heute haben wir Dienstag. Gegrillten Honig. Achso, gegrillten Chicken Wings. Ne, nicht Chicken Wings. Gegrillten Honig, Hühner, keine Ahnung. Corn und Roasted Potatoes. Ich und dann noch die gerosteten Kartoffeln, wollte ich schon sagen. Kartoffeln. Oh, Schnee, wie schön. Dann kann ich mir wenigstens mal kalte Gedanken machen. Bei diesem warmen Tag. Ach komm schon, ich bin hungrig. Bin ich auch ein bisschen Wirklichkeit, aber. Da ist ein Zettel. Den nehme ich jetzt sofort. Falls ich jetzt versehentlich irgendwas trigger, wenn ich jetzt weitergehe. Schon wieder das. Irgendwas mit Kind. Snufu the child? A children. Nee, Snufu passt ja gar nicht. Also the children kann ich schon mal herausfinden, aber das Anfangswort nicht. Zaffle? Also Zaffle the children? Keine Ahnung. Hä? Hier waren wir doch schon mal. Okay. Risse. Ich habe alles verstanden, die Dämonenstimme. Kann jemand das mir bitte übersetzen? Kann jemand dämonisch? Ich warte nur auf den Jumpscare. Aber einige Bilder sind schon ein bisschen Copyright.
Also ich meine, dass sie selber aussehen. Warum hat es gerade geleckt? Ich bin schon wieder hier. Das ist diesmal viel schneller, glaube ich. Wenn bei einem Ort ist, wo es meistens dunkel ist und wo man allein ist und ein Telefon klingelt, dann hat es immer ein gutes Zeichen. Der hat mich gerade leicht erschrocken. Ich hab mich übelst erschrocken! Aber habe ich gar nicht gewusst, dass man da sterben kann. Muss ich jetzt ich muss abhauen. Aber wohin? Und hörst du Legen spielen? Aber wo muss ich hinrennen? Also ich muss ihn wieder triggern, richtig? Von wo kam ich? Ich schreibe mich erstmal hier zu Tode. Ich sag's ja. Hä? Ach, ich dachte, es wäre eine Bandage. Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Some place safe. Where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you deceased cocksucker. Ich mag kein Hentai. Ich habe da gerade Schritte gehört. Ihr hört auch die Schritte, oder? At Imphiriper Espera. Set us free. Carpe Abyssum Atrum. Ich hab Abyssum war. Wie heißt das? Ich hab den Namen wieder vergessen. Den habe ich jetzt fast vergessen. Hä? Weil sie so hat es gerade noch gewackelt. Lehrt! Nichts ist elender, als sich selbst zu bemitleiden, und ich vertraue dir, dich einer derartigen Weibersünde nicht schuldig zu machen. Wenn die Jünger, die ich dir anvertraute, Hunger, Schmerz und Angst erfahren, so ist dies eine Notwendigkeit ihrer fleischlichen Sünde aus der Wille des Herrn. Ich schicke euch Speis und Wein, wie der Herr es will, und nicht mehr als das. In Visionen sah ich die Plage wachsen, und unser Leiden bekam so groß, dass kein unter uns es mehr erleiden konnte. Freue dich also. Finde Trost darin, dass wir am Höhepunkt unseres Leidens sind und bald in das ewige Paradies ziehen werden. Kannst du dein Volk nicht mit deiner Zunge führen, so nutze die Fäuste deines Trägers. Papa liebt dich. Gott wird dich erlösen. Nock.
PS am Ball, ein Beutel gesalzener Grillen, die Nick so liebt. Lasse sie ihm bitte zukommen und sage ihm, dass sie ein Geschenk von ihm sind. Von mir sind. Bald im Paradies. Okay. Ich nehme gerne noch die Batterie mit. Ja, du sollst das zu machen. Danke. Bitte hören Sie mich auf zu belästigen. Ich laufe jetzt irgendwo wahllos hin. Ich weiß nicht mal, wo lang es geht. Wusste ich doch, dass es ein Scheißhaus ist. Bleib doch nicht hängen! Sorry, wenn ich gerade nichts sage, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Es ist hier in der Nähe. Wenn die mich jetzt finden, dann raste ich aus.
Alter. Noch knapper kann man es nicht messen, oder? Nein. Ich drücke immer wieder den falschen Knopf. Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Aua! Ach, come on, ey! Das ist doch jetzt Bullshit! War klar, dass ich wieder hier anfange. Bla bla bla, den scheiß Brief lesen, auch wenn es unnötig ist. Hallo? Mann, ich drücke jedes Mal die falschen Knöpfe. Was ist los mit mir? Man merkt, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Wenn ich immer rennen möchte, drücke ich immer L1. Und wenn ich hier so gucken möchte, drücke ich immer L1 und R1. Die sind da. Ich glaube, ich sehe die, oder? Nee. Doch, da, jetzt. Ach, wie dieser blöde Draht nicht da gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich entkommen. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt gerade sind. Ey, sag mal. Uff. Bin schon ein bisschen über der Zeit. Bei der nächsten Speicherung werde ich dann die Aufnahme beenden. Wir warten also, bis der hier reingekommen ist. Und wenn er wieder weg ist und dass ich dann halt durch diesen Draht gehe. Aber es war schon auch ein bisschen lustig, dass ich da reingerannt bin. Aber der Tod danach war, fand ich ein bisschen lächerlich wieder. Sie sind hier in der Nähe. Diesmal war er schneller weg. Diesen mache ich aus.
glaube, der ist wieder reingekommen, weil er uns gehört hat. Es kann doch nicht sein, dass er jetzt hier campt. Er ist davon auch gegangen. Ich kann nicht weg, sorry. Diesmal campt er aber richtig. Wenn er wieder reinkommt und wieder weggeht, also soweit ich der durch den Fenster durchgesehen habe, schleiße ich mich raus. Es kann ja nicht sein, dass er jetzt da herumkämmt. Schnauze. Ich kann nicht erkennen, wo er ist. Oder ihn hören. Ist er jetzt reingegangen oder nicht?
Oh, fast eine halbe Stunde nehme ich schon auf. Aber wir sind ihnen jetzt entkommen. Kann es sein, dass wir jetzt wieder dort sind, wo wir letztens runtergefallen sind? So plus minus? Speichert. Okay, endlich. Dann bedanke ich mich, dass ihr jetzt bis hierhin zugesehen habt. Es war schon ein bisschen nervenaufreibend. Besonders mag ich nicht, wenn die Gegner einfach mal so ihre Route ändern oder plötzlich dann so kurz sind und dann einfach campen und so weiter. Ich glaube, im Outlast und Outlast Whistleblower oder nur Outlast war das besser geregelt. Ich weiß es gerade nicht mehr. Wie dem auch sei, deabonniert die anderen und abonniert dafür mich, denn bei mir ist alles frisch. Ansonsten Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.